Ja, hi ihr Leute da draußen. Hier ist der PlayGiga heute in dem Livestream. Wahrscheinlich immer noch. Ich weiß es nicht, ob ich immer noch im Livestream bin, live. Oder ob ich schon aufgehört habe. Ich kann es euch nicht sagen, aber wir wollen ja hier in diese Show nicht einfallen lassen. Von daher geht das natürlich wie gewohnt immer weiter. 18 Uhr, haltet die Klappe da unten, wenn ich rede, ja. Und ja, das heißt ganz einfach für euch, ihr könnt weiterhin hier den Kram gucken. Und auch wenn das heißt, dass ich immer noch da bin. Ihr könnt mich mal. Ah, also nicht ihr jetzt, sondern der da hinten, dass die hier unten nicht mal können. Naja, wie gesagt, vielleicht bin ich noch im Livestream live, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber das war die PlayStation 4, die heute rausgekommen ist mit den ganzen Spielen und das ist natürlich der Hammer. Das kann man sich einfach nicht entgehen lassen. Also falls ich noch live sein sollte, Leute, macht keinen Fehler, schaltet ein. Guckt euch den ganzen Kram an und seid einfach so gewieft und seid vor allen Dingen auch dabei. Fuck. Los, komm schon. Seid einfach dabei. Seid nicht so blöd und lasst euch das entgehen, denn das wäre ein großer, großer Fehler für euch. Ja, ich weiß nicht. Ihr würdet halt einiges verpassen und das wäre schade. Deswegen, sollte ich noch live sein, könnt ihr ja leicht nachprüfen, ne? Also twitch.tv/playgiga, wenn da noch Live-Shows stattfinden, guckt sie euch an und schaltet den Kram hier ab. Und guckt euch das hier später an, weil nur so könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass ihr auch alles mitbekommt, was wirklich wichtig ist. Denn Splinter Cell, ja, nichts gegen Splinter Cell, aber das könnt ihr euch auch später angucken. Ne. Könnte, oder? Immer noch da? Naja, vielleicht bin ich auch nicht mehr live. Ich weiß es ja nicht. Mag sein. Runter, 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 runter. Runter. Okay. Das kann ja alles schön und gut sein. Ach, Mensch. So. Haben wir hier irgendjemanden in der Nähe? Könnte uns hier jemand gefährlich werden? Ja. Wir haben hier jemand über uns. Wie es sich anhört. So. So wollte ich das doch haben. Damit da nämlich Ruhe ist. Sag mal, Sam. Fischer. Willst du mich verarschen? Sam, da ist eine Stelle, an der du an einem Seil runterrutschen kannst. Das ist besser, als Hunden zu begegnen. Oh, was? Was? Wieder ist eine Stelle, an denen man runterrutschen können. Thank you.
Ach, da hinten. Natürlich wieder leicht selten dämlich. Ach ja, dann machen wir das doch wohl mal schnell und gehen dahin. Zack. Unter den Häusern lang. Alles okay. Jo. Ach, da wäre auch eins. Sucht weiter nach ihm, Jungs. Naja, egal. Vielleicht sagt der Typ ja mal hier Hallo. Ich bin's wieder, ne? Der Jute. Pass auf. Pass auf hier. Angeblich nicht. Oh, fuck. Das ist Aras Hund. Drahtseil. So, der schläft erstmal schön. Dann ist Ruhe. Schalten wir mal um auf das gute Sonar. Und wie Sie sehen, sehen Sie nix. Wenn Sie das sehen. Tja, ja, dann springen wir mal runter. Ich schätze mal, jetzt respawnen die ganzen Gegner erst. Ja, sag ich doch. Sie spawnen. Bin am Camp X-Ray. Gut. Durchquere es. Dann kommst du an die Küste, wo Briggs dich erwarten wird. Super. Echt super. Oh. Ja, sorry. Wollte ich nicht. Bin am Camp X-Ray. Hätte ich ihn irgendwie... Durchquere es. Dann kommst du an die Küste, wo Briggs dich erwarten wird. Tja, das Beschissene ist... Wir wissen, dass ich jetzt hier bin. Das Einfachste wäre jetzt... Oh. Sehr cool. Ich bin natürlich der Meinung, es wäre einfacher gewesen. Tja, ich würde sagen, wir warten diesen kleinen Schützen erstmal ab.
Der da kommt ja dann auch hier rum. Und sobald der wieder da hinten hinguckt. Ja, richtige Richtung. Ah, da ging so ein Seil runter. Noch ein Seil? Nee. Nur eins. Ja, jetzt habe ich natürlich, das ist ein bisschen blöd jetzt, habe ich keine Dings mehr. So. Jetzt haben wir ihn wenigstens weg. Labert der denn? Der ist doch gar nicht mehr da. Ich verlasse das Lager. Folge der Küste. Briggs wartet dort bereits mit einem Wassertaxi. Bin unterwegs. Na wie? Tja, ich glaube, das war ein Fehler, hier schon runter zu gehen. Ich bin der Meinung, wir hätten noch ein bisschen weiter gehen sollen. Oh, Mensch, geh! Kann ich nicht mehr zurück? Egal. Gehen wir mal hier runter. Gehen wir hier runter? Ja, können wir. Ah, okay, doch, können wir doch. Das ist gut. Na, halt dich fest, Mann. Mann, immer so eine McKinky. Runterspringen. So. Runter. Und los, komm. Zack. Warte. Hier wimmelt's von Patrouillenbooten. Grim meldet sich, wenn's losgehen kann. Hast du was erfahren? Nuri war ein Köder von Sadiq. Seine Mission war es, die USA abzulenken, während Sadiq ein Schiff entführt. Der nächste Blacklist-Angriff. Amerikas Benzin. Vermutlich. Es gibt noch ein Problem. Sadiq hat ein zweites Ziel. Uns. Was ich gesagt habe. Spar dir die Entschuldigung. Hab eine Grenze überschritten. Das macht jeder irgendwann. Er bricht schon in Guantanamo ein und wieder aus. Wir dürfen nicht drüber reden.
Da gewöhnst du dich dran. Ja. Und wir sind noch nicht raus. Briggs, zwischen den Booten ist eine kleine Lücke. Jetzt oder nie. Verstanden. Tja, die Sache ist die, heute war der Livestream, beziehungsweise vielleicht ist er sogar noch, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, kann ich auch nie sagen. Ich weiß nur, morgen geht's bestimmt auch weiter, denn ich habe morgen extra frei. Ja, weil eigentlich hätte ich morgen losgemusst. Und, morgen geht's bestimmt weiter mit dem Livestream. Deswegen, denkt dran, mich zu abonnieren bei Twitch TV. Ja, genau. Denkt dran, mich bei Twitch zu abonnieren, damit ihr sofort eine Benachrichtigung bekommt, sobald mein Stream online geht. Denn nur dann könnt ihr erfahren, was abgeht. Ihr könnt mich natürlich auch gerne auf Facebook, meiner Facebook-Page, könnt ihr gerne liken. Und bei YouTube natürlich mich auch gerne abonnieren. Bei Facebook bekommt ihr es, glaube ich, auch mit, wenn ich online gehe. Ansonsten macht's am besten direkt über Twitch, weil dann bekommt ihr sogar eine E-Mail mit dem dazugehörigen Link, dass es losgeht mit dem tollen Livestream. Also gucken wir mal, ob wir fortsetzen, was hier noch so geht. Könnt ihr vor der nächsten Operation mal auspennen? Hast gerade erst in Kuba am Strand rumgehangen und bist jetzt in Mexiko. Wenn mich Patrouillenboote beschießen, erhole ich mich so schlecht. Bitte sag mir, dass du neue Informationen über das entführte Schiff hast. Die ganze Flughafenbesatzung ist vor 5 Minuten abgehauen, und zwar ohne ein Wort. Klingt ganz so, als würden wir Ärger kriegen. Wir wollten die Drohne starten und sehen, was los ist, aber jemand stört das Bildsignal. Startet, und zwar so schnell es geht. Es sind Fußsoldaten. Sie wollen uns flankieren. Okay, ihr drei. Geht hier in Stellung und nehmt sie unter Beschuss. Grim, solange die angreifen, können wir nicht starten. Ich treffe die Vorbereitungen. Schleichern Gegner vorbei oder sind es nicht tödliche Waffen? Ich hatte nach dem Restausschau. Scheiße, wir sollen doch hier. Wir nehmen jetzt hier Schlafgas. Bewegungen hinter den Hangars.
nicht tödlich. Da ist er! Tja, es war vielleicht etwas stürmisch. Wir sollten einfach mal Folgendes machen. Passt mal auf, wir machen jetzt so Schlafglas. Darf wieder tödlich machen oder was? Nur eine kleine Einheit. Ich halte nach dem Rest Ausschau. Ja, ist ja gut. Oh, ich darf aber wieder das einsetzen. Ah, Mist, Mann. Von wo kommen die denn dann immer? Das ist doch blöd. Na egal, wir machen heute mal Überlänge. Heute schließlich Freitag. Da dürfen wir das. Zack. Ich will jetzt nicht direkt ins Feuer kommen. Auch das geht. Ja, die lassen wir noch mal einschlafen. In Position, wiederholen, geht in Position.
Transporter. Starte Triebwerke. Transporter, linke Seite. Triebwerke laufen. Mann am Boden, Mann am Boden. Olli ist getroffen. Kyle, du musst dich stabilisieren. Wir sind sicher. Bestätigt. Alle an Bord und nichts wie weg hier. Verstanden. Kyle, schaff Olli ins Lazarett. Los, 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 los. Das war jetzt echt eine lange Folge. Grim, Paladin muss unverzüglich starten. Die Landebahn räumen. Sam, hab die Drohne reaktiviert. Stell auf Breaks Upset um. Sadiq will das Flugzeug unbeschädigt. Die können uns nur am Boden halten, wenn sie die Triebwerke ausschalten. Verstanden. Leite auf mein Offset um. Hallo? Ah, jetzt kann ich. Treffer. Ziel zerstört. Gegner nähern sich von links dem Flugzeug. Zwei Fahrzeuge ausgeschaltet. Sauberer Treffer. Ja, was denn nu? Briggs, feindliche Einheiten scheren rechts aus. Ja, wenn ich hinkäme. Aber ich kann nicht hindingsen. Tödlicher Treffer. Abschuss. Briggs, das ist nicht alles. Mehrere Fahrzeuge nähern sich unserer Position. Wer ist hin? Ausgeschaltet. Hab ihn. Ey, die Triebwerke sind noch sauber. Los. Jetzt hau ab. Vier Staubwolken, weitere Trucks im Anmarsch. Wir müssen abheben, jetzt! Verstanden. Sehr nice. Nichts ist kaputt gegangen. Und die Folge geht jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ja, wir waren eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und der Livestream ist oder war auch saugeil. Ich hoffe, es waren genügend dabei. Ich kann es euch ja noch nicht sagen. Schließlich habe ich diese Folge hier vorproduziert, weil so viel Stress kann ich dann doch nicht haben am Freitag. Nee. Das geht nicht. Wie gesagt, morgen könnte es sein, dass nochmal ein Livestream kommt. Deswegen abonnieren, abonnieren, abonnieren. Vor allen Dingen auch bei Twitch. Ja, genau. Und auch da abonnieren, damit ihr genau Bescheid wisst, wann der Livestream online geht. Wann ich live streame, damit ihr irgendetwas bekommt für das Ganze. Ja, und ich würde sagen, wir überspringen das Ganze jetzt hier mal ganz kurz. Sagen mal ganz kurz fortsetzen und dann danach war's das. Aber ganz kleinen Moment. Nur kurz anhorchen, was da Briggs, kommt. Was gibt's? Beobachte Tankerbewegungen im Golf. Eine Schiffsbesatzung musste wegen einer Lebensmittelvergiftung ausgetauscht werden. Charlie? Das solltet ihr euch ansehen. Hab Hilfe von Leuten aus Fort Meade bekommen und die IP-Adressen der Typen aus Philadelphia zurückverfolgt. Das sind Daten der Servers, den die Engineers für ihre Operation in Amerika benutzt haben. Ich habe Kennungen, Adressen. Nur Kleinkram. Was meinst du? Das ist nur weißes Rauschen. Vor Blacklist Zero hatten wir tausende Treffer wie diese. Das sagt nichts darüber aus, was Sadiq sich von Blacklist verspricht. Dachte, der will, dass die US-Truppen abziehen. Das wird nie geschehen, das weiß Sadiq. Briggs hat recht. Wir stellen die falschen Fragen. Wenn er nicht für den Iran arbeitet. Und ihm egal ist, ob die Truppen heimkehren?
Was hat er dann wirklich vor? Charlie, kapp die Verbindung. Diese Daten sind verdächtig. Überprüf mit Briggs den Tanker und seine neue Besatzung. Da ist mehr dran. Wird gemacht. Grim, jag unsere Daten als SMI. Versuch rauszufinden, was Sadiq will. Selbst wenn wir Benzin stoppen, wissen wir nicht, was Sadiq will. Ja, besser denn, wir fassen einen seiner Männer. Wirklich klug. Ich bin drin. Sie haben den Köder geschluckt. Der Kleine kann unterbrechen, was er will. Seit 5 Minuten kontrolliere ich Paladin. Gut. Und wann kommt der Tanker? Treffen mit Team Echo in 2 Stunden. Aufprall auf Ziel in 4 Stunden. Direktive Vorbereitung? Bunkeranlage F meldet Alarmstufe gelb. Washington überträgt bereits geheime Daten dorthin. Gut. Noch ein Tropfen und das Fass läuft über. Nehmen wir den Treibstoff? Ja, ich will, dass bei meiner Landung die ganze Küste brennt. Beginn mit Fischers Flugzeug. Er wird sich für unsere Ziele interessieren. Zeit zu gehen. Oh oh, wir werden kontrolliert. Das ist nicht gut. Wir werden kontrolliert und das heißt natürlich für uns das nächste Mal, wir müssen ganz vorsichtig sein, wenn ihr wieder dabei seid bei der Blacklist und zwar Splinter Cell Blacklist. Und mir, eurem Playgiga. Ich hoffe, das Ganze hier macht euch Fun. Wenn ja, dann gebt dem Ganzen doch mal einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Oder kommentiert das Ganze, denn mit der neuen Kommentarfunktion bei YouTube habt ihr ja viele Möglichkeiten. Und ich natürlich auch. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Und ich hoffe, ihr schaltet ein. Splinter Cell Blacklist. Montags, mittwochs, freitags, 18 Uhr. Und bis dahin würde ich sagen, haut raus, ciao, euer Playgiga.